ich bin, sage ich mal, schon ein spezieller Typ, wie ich rede, wie ich auftrete. Und ich glaube, dass sich auch die Leute daran reiben und nicht jeder das gut findet. Und da hat auch jeder das Recht dazu. Ich habe vor 3 Jahren die Entscheidung getroffen, mein Leben zu verändern und habe daraufhin meinen Wohnsitz gekündigt, mein Hab und Gut verschenkt und mir stattdessen eine Bankart 100 gekauft. Ich war ja vorher schon als Hip-Hop-Künstler ziemlich aktiv und im Laufe der Zeit wurde das auch so ein bisschen weniger. Ich musste auch erstmal wieder für mich neue Sachen definieren, habe zwischenzeitlich in einem Callcenter gearbeitet für Versicherungsvertreter und René El-Kassray hat keiner am Telefon verstanden, also habe ich meine neue Identität zugelegt. Stefan Eckert. Das war wie so ein bürgerliches Notfallprogramm von MC René. Das war aber für mich nicht die Erfüllung. Daraufhin habe ich mich entschlossen, auch aus der Angst heraus, ja, vielleicht werde ich jetzt immer hier in diesem Callcenter bleiben. So, ne? Moment, noch mal kurz zurück. Wie kam es denn dazu, dass du eben aus dieser, in dieser 90er-Jahre-Zeit warst du wirklich super erfolgreich? Also, ja, also Anfang der deutschen Hip-Hop-Elite, kann ja, man sagen. Also, ne? Also, ja, Anfang der 2000er hatte ich ja auch mit DJ Tormic hatten wir diesen Hit, Rhymes Galore. Und ich hatte dann 2 Jahre lang bis 2001, 2002 die Hip-Hop-Sendung Mix We World Deluxe moderiert, genau, und so weiter. Fieber. Genau, und danach war ich auch immer auf Tour, auch jahrelang noch. Und irgendwann, naja, es war auch eine andere Zeit im Hip-Hop angebrochen mit anderen neuen Künstlern und ich habe da auch nicht mehr so thematisch so richtig reingepasst. Was auch okay war, so konnte ich mich selber auch ein bisschen finden oder einfach auch verschiedene Dinge ausprobieren. Und da, als ich dann wirklich diesen Job hatte, bürgerliches Leben angefangen habe, dachte ich, ja, dann wirst du jetzt so einer. Aber es war es dann doch nicht. Die Vergangenheit holt dann doch ein und auch der Drang, weiter Künstler sein zu wollen und auch diese Ideen, die ich hatte. Und da habe ich irgendwie diese Idee gehabt, mit der Wohnung, diese Kündigen, mit einer Bahncard 100 rumzufahren und praktisch wieder von vorne anzufangen. Als Comedian dann, um überall aufzutreten, wo sich mir die Möglichkeit bietet. Was hast du denn für Jobs gemacht in der Zeit? Nö, nee, also so eigentlich im Prinzip das Callcenter-Ding. Aber und bis davor noch was anderes? Ach du, ja, aber das war dann, während ich schon unterwegs war. Ach so, okay. Ich weiß, worauf Sabine anspricht, auf meine Tätigkeit als Pornosynchronisateur. Das war aber dann schon während der Zeit auf meinem Travel. Eine Kollegin von mir, die macht auch Comedy, die hat mich gefragt, weil sie Drehbücher für Pornos übersetzt, ob ich nicht mal mitkommen will, um dann mal mitzustöhnen. Das habe ich auch als Witz aufgefasst. Ja, dann mache ich das mal. Und da gab es auch irgendwie ganz gut Geld. Und habe ich das noch 2-3 Mal gemacht. Also nur gestöhnt hast du da aber? Nee, nicht als aktiver Schauspieler war ich nicht dabei. Aber sagt man inzwischen auch noch was? Das waren ja Filme mit Handlung. Also richtige, ja, so mit Dramaturgie und Wendepunkt. Okay. Es gab immer verschiedene Setups. Also da, wo ich mitgemacht habe, ging es darum, dass 2 alte Männer, also Rentner, einen Swingerclub gründen, der bei jungen Frauen total ankommt. Und dann habe ich die 2 Opas gestöhnt und auch gesprochen. Das ist echt so eine als Männerfantasie, dass sowas bei jungen Frauen ankommt, oder? Auf jeden Fall die Fantasie der Regisseure. Die Fotos, die ich gesehen habe, die sind von Oliver Rath fotografiert. Oliver Rath, ja. Da sitzt du im Zug und liest Zeitung vor so einem reichlich gedeckten Frühstückstisch. Mhm. Mhm. Das ist ja nicht die Realität, ne? Das ist ja auch ein bisschen eine Inszenierung und Übertreibung meines momentanen Lebens, die ist erwohnt im Zug und so. Ich verbringe sehr viel Zeit im Zug, ich habe auch öfters im Zug geschlafen, bin aber natürlich meistens immer per Couchsurfing unterwegs oder bei Leuten, die mir Schlafplätze angeboten haben. Ist ja auch eine Metapher, was ist zu Hause? Also für mich ist zu Hause eher in mir selbst, aber der Zug ist natürlich der Ort, wo ich mich fast die meiste Zeit meines Lebens die letzten Jahre aufgehalten habe, wo ich gearbeitet habe, wo ich dann im Prinzip gelebt habe. Und wie lange willst du das noch machen? Das ist die Frage, die mir jeder stellt. Mhm. Da kann ich dich genauso fragen, wie lange willst du das machen, was du noch machst? Und dann kannst du ja auch überlegen, welche Antwort darauf zutrifft. Ich kann es nicht. Ein bisschen kann man es ja immer sagen, so 1-2 Jahre oder. Am Anfang wollte ich es erstmal ein Jahr machen, mhm, um herauszufinden, wie fühlt sich das an, was passiert. Mhm. Ich habe ja gar jetzt keine Ersparnis oder so gehabt oder keine finanziellen Aussichten, sondern einfach nur die Aussicht auf ein sehr, sehr spannendes und Abenteuer.
Und jetzt, nach 3 Jahren, entwickelt sich das lang. Also habe ich das erreicht, was ich vorhatte, nämlich zurück auf die Bühne zu kommen. Es ist sehr schwierig für mich, weil ich mich gewöhnt habe an dieses Leben, wieder sesshaft zu werden. Hm. Und ich hatte vielleicht überlegt für ein zweites Buch, jetzt fährt er 3 Jahre rum, er versucht wieder sesshaft zu werden. Und ich muss sagen, es ist schwierig. Ich finde immer Ausreden, warum ich jetzt keine Wohnung brauche, weil ich sowieso nie da bin. Schwierig. Du hast das Buch geschrieben, das ist letztes Jahr. Genau. Und du schreibst aber gerade an einem neuen. Ja, an einem Exposé und an Geschichten, die sich ergeben haben. Jetzt dieses Jahr bringen wir erstmal mein Hörbuch raus in Form einer US Bahncard 100. Ich mache Werbung für die Deutsche Bahn, aber... Du kriegst nichts dafür? Nein. Das muss sich ändern, finde ich. Hip-Hop ist ja immer ein Sprachrohr und zu der damaligen Zeit, als wir angefangen haben, Hip-Hop zu machen, hat das ja kaum einer gemacht.